Im 17. Jahrhundert hatten die Menschen ganz ähnliche Sorgen und Wünsche wie wir heute. Soziale Gerechtigkeit, ein friedliches Miteinander, Wohlstand, Gesundheit, Bildung für alle. Aber nach einem verheerenden 30-jährigen Krieg sah die Wirklichkeit für die meisten anders aus. Gottfried Wilhelm Leibniz war einer, der antrat, sich diesen Herausforderungen zu stellen und die Welt zu verbessern. Er war Gelehrter, Forscher, Reformer und Erfinder in einer Person. Morgens hatte er schon so viele Ideen, dass der ganze Tag gar nicht ausreichte, sie aufzuschreiben. Vorurteilsfrei begegnete er anderen Kulturen, ließ sich von den Entdeckungen anderer inspirieren und war fasziniert von der Großartigkeit der Natur. Nicht Autoritäten zitieren war seine Devise, sondern selber denken, machen, Lösungen finden, sich von Rückschlägen nicht aufhalten lassen. Immer wieder machte er Eingaben an die Hannöversche Kammer, stellte Projektanträge an seinen Fürsten. Aber besonders hatten es ihm die Zahlen angetan. In ihnen sah er die Struktur des Universums und gleichzeitig eine göttliche Ordnung vorgebildet, die eine universale Harmonie zur Grundlage hatte. Hinter mir sehen Sie die berühmte Vier-Spezies-Rechenmaschine im Nachbau. Sie ist eine der genialsten Erfindungen, die ich jemals gesehen habe. Diesen Spirit, den Forschergeist, die wissenschaftliche Neugier, die brauchen wir auch noch heute. Und das eint uns hier an der Leibniz-Universität. Deshalb sei du die Nächste, sei du der nächste Leibniz. Danke, Gottfried Wilhelm Leibniz, dass du uns bis heute inspirierst. Herzlichen Glückwunsch.